Moin Moin, ich bin Chris von den We Are Nerds. Ich habe in diesem Jahr die Kuratierung für den Virtual Reality Track übernommen und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass wir hier tolle Leute zu Gast haben, mit denen ich über die Entwicklung von Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality aktuell, aber auch die zukünftige Entwicklung sprechen möchte. Und zwar möchten wir nicht nur auf die Technik einen Blick werfen, sondern auch darauf, wie Virtual Reality unser Zusammenleben bzw. Grenzen überwinden kann und somit gesellschaftlichen Einfluss nehmen kann. Bevor wir damit starten, würde ich sagen, stellt sich jeder einmal kurz selbst vor, das ist wohl am einfachsten. Genau, vielleicht gibst du das mal einfach durch. Läuft, wunderbar. Ja, moin, ich bin Nicolas Kiebak, ich bin Co-Founder von Sphery und Spice, also Spice VR, und wir kümmern uns so um Immersive Media und kombinieren Drohnen mit Virtual Reality, Digitalisierungsthemen in VR, AR, MR, es wächst ja alles sehr schnell zusammen, genau. Moin, ich bin Fabio Bucchieri, ich bin Co-Founder von Noise VR. Wir bauen eine Plattform für Live-Konzerte in Virtual Reality. Es geht quasi darum, dass Künstler aus ihrem Studio aus in virtuellen Welten auftreten können, während User in der Social VR Experience quasi gemeinsam daran teilhaben können. Moin Moin, Fabian Fricke, ich bin Co-Founder von Headraft. Wir sind eine Agentur, die sich hauptsächlich auf AR spezialisiert haben und da alles vom Filmbereich in der Präproduktion über Entertainment und Industriekunden quasi bedienen und natürlich auch ein bisschen VR machen. XR ist ja heute das Thema schlechthin heutzutage. Hallo. Ja. Moin, ich bin Oliver Wöhler von HTC Vive. Ich vertrete die Vive-Aktivitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Benelux aktuell und bin hauptsächlich für Sales verantwortlich, aber darf auch unter anderem bei anderen Veranstaltungen dabei sein, so wie hier. Und da ich aus Hamburg komme, ist das natürlich ein gern genommenes Heimspiel. Moin, ich bin Martin. Ich habe tatsächlich nicht den Fokus auf VR und AR im aktuellen Zustand, wo ich gerade tätig bin, habe aber in dem Bereich studiert und habe während des Studiums sehr viel mit CG und Virtual Reality und so weiter gemacht und ja, das kann ich dann dazu beitragen. Ja, vielen Dank. Ich würde dann auch schon gleich mit dem ersten Thema starten wollen. Und zwar gab es in diesem Jahr von Digital Trend einen schönen Beitrag, in dem der Tod von Virtual Reality schon vorhergesagt wurde. Und HTC hatte sich auch sehr eindeutig dazu positioniert, auch öffentlich, was ich so nicht unbedingt gewohnt bin von einem Technikunternehmen, dass man sich quasi für seine Technik hinstellt und sagt, nein, hört auf, so ist es nicht. Virtual Reality ist an einem ganz anderen Punkt, nur ihr seht den aktuell nicht. Für welchen Punkt müssen sich die Leute interessieren, um Virtual Reality den Aufschwung noch zu sehen? Oder ist es allgemein ein Abschwung vermerkbar? Oder ist es nur ein spezieller Bereich, in dem Virtual Reality nachlässt? Der Bericht hat uns veranlasst, uns zu äußern, weil der hat uns zu einem sehr sensiblen Zeitpunkt getroffen, nämlich wir hatten nicht genug Ware. Und das ist relativ einfach, dann in dem Moment halt gemessen der Verkaufszahlen, wobei Oculus und wir veröffentlichen keine Verkaufszahlen. Aber wenn dann halt hier und da doch was durchsickert bei anderen und dann halt die Zahl sinkt, dann ist es halt schwierig zu argumentieren. Insgesamt kann ich natürlich nur für meine Region sprechen und da kenne ich die Zahlen ziemlich genau. Haben wir halt diesen Abschwung dort überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es gab, wie bei vielen Technologien, wenn die eingeführt werden, kommt zuerst ein Hype, da kommen die Early Adapters, da kommen B2B, da kommen gewisse Dinge hinzu, worauf einmal eine Kurve anfängt zu steigen und dann ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass dann auch einmal so ein Einknick erfolgte. Der war letztes Jahr im Sommer sehr deutlich ersichtlich und wurde aber auch komplett wieder aufgeholt in letztes Jahr Q4. Da hat sich Oculus als auch wir sehr positiv geäußert. Und im Januar war das ebenfalls ein sensationelles Geschäft und tatsächlich hat uns das ein bisschen überrascht und die Planung ein bisschen durcheinander geworfen. Bei uns ganz persönlich haben wir aber noch die HTC Vive Pro ebenfalls mit dabei gehabt, die wir ebenfalls noch mitproduzieren mussten. Und in Verbindung mit verschiedenen anderen Faktoren führte das dann halt zu einem sehr sensiblen Punkt, dass wir einfach nicht genügend Ware hatten, um den Markt insgesamt zu bedienen.
aus der reinen Sicht des Konsumenten können wir sagen, dass halt nach wie vor ein großer Absatz passiert, speziell natürlich für Gaming. Und in den großen Unternehmen im B2B-Bereich natürlich Virtual Reality immer noch super stark nachgefragt ist. Gerade jetzt mit neuen Technologien wie die Vive Pro oder Wireless. Und was viel wichtiger zu sehen ist, ist, dass sehr viele Entwickler immer mehr darauf fokussieren, einen Mittelstand anzusprechen mit verschiedenen anderen Projekten. Und können wir nachher nochmal mehr zu schnacken, aber das ist halt der Markt, wo ganz viele Menschen mit Virtual Reality sehr schnell in Kürze konfrontiert werden, aus unserer Sicht. Das heißt also nicht in den eigenen vier Wänden, sondern schon auf Veranstaltungen oder in Einrichtungen dafür oder auch zu Hause? Genau, also es gibt verschiedene Bereiche. Wir müssen unterscheiden ja zwischen den All-in-One-Geräten, die jetzt noch nicht wirklich auf dem Markt sind. Das ist die Oculus Quest, die vorgestellt wurde gerade. Es gibt eine Vive Focus, die sicherlich auch in Kürze eine Story erfahren wird. Und so passiert halt auf diesem Markt sehr, sehr viel. Und das ist sicherlich ein interessanter Bereich, wo sich Virtual Reality hinentwickeln wird in einem massenmarktfähiges Produkt. Ebenfalls aber werden wir auch sehen, dass wir halt an verschiedenen anderen Kontaktpunkten mit Virtual Reality immer mehr konfrontiert werden. Das sind sicherlich klassische Dinge wie das Autohaus. Jetzt hier in Hamburg sind die ersten Autohäuser mit einer Vive unterwegs. Aber genauso auch Reisebüros, wo ich halt von 360 Grad, aber auch begehbare oder 6-Achsen-Tracking erfahrbare Inhalte sehe. Und ich hatte gestern einen tollen Termin mit jemandem, der ein Möbelhaus hat, der halt sagen, da kann man durch Wohnungen gehen, wo ich mein Sofa hinstelle, ein anderes Sofa hinstelle, also sozusagen in einen Shopping-Bereich reingehe. Und der Programmierer macht das halt nicht für dieses eine, sondern er programmiert eine Plattform, wo er aus der Cloud halt alle möglichen gescannten oder in 3D erfassbaren Produkte anbieten kann. Und da entsteht also gerade ein Riesenbereich und wir bedienen aktuell in Virtual Reality nur die High-End-Anbieter, also eine Volkswagen-Gruppe, die kommunizieren komplett über Virtual Reality in manchen Bereichen, aber da gehen halt nicht viele Geräte und wir, also ich kriege das halt nicht mit, weil in meinem Auto sehe ich das nicht. Aber das sind halt 1,5-2% des Gesamtmarktes und gerade in Deutschland und Europa, aber speziell in Deutschland, ist ein so großer Mittelstand vorhanden, wo in den nächsten 3 Jahren aus unserer Sicht der Markt explodieren wird. Okay. Ja, ich würde dann auch gerne die Brücke nämlich zu euch rüberschlagen. Wenn Virtual Reality gerade im Professional-Bereich wichtig ist oder auch aufgrund seiner Kosten außerhalb gerne konsumiert wird, habt ihr jetzt auch im VRHQ zusammen unten eine Fläche, zusammen auch mit uns, den VR Nerds, wo wir speziell auch auf dieses Out-of-Home-Entertainment setzen. Und das ist natürlich nicht der Punkt, wo Virtual Reality unsere Gesellschaft verändern wird oder unser Zusammenleben ändern wird, sondern es ist erstmal der Punkt, wo Virtual Reality wirklich eine Technologie ist, wo ich quasi mich vorher darauf einlasse, die zu nutzen, wo ich vorher mich informiere, wo ich dann wohin gehe, um das auszuprobieren. Und aktuell ist es ja noch nicht so wirklich zu Hause verbreitet. Vielleicht wird das mit der Oculus Quest nächstes Jahr dann anders. Aber aktuell ist dieser Markt, glaube ich, auch für HTC sehr wichtig. Also dieser ganze Arcade, VR-Arcades, Internet-Café-Markt. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu kam, dass ihr jetzt in der Speicherstadt, bevor ihr sagt, wir versuchen alles nach Hause zu den Leuten zu bringen, sondern jetzt zu sagen, okay, wenn das nicht klappt, dann holen wir halt die Leute zu uns. Wie kam es dazu? Das Speicherstadtprojekt, also Virtual Reality Headquarters, ist insofern sehr spannend. Das ist ein Kreativspeicher, der M28, der von der Stadt ausgeschrieben wurde, dass man dort Kreativprojekte einbringen kann. Und man hat dann tatsächlich jetzt einen VR-Fokus da gelegt oder XR, wenn man das so möchte. Und da geht auch die HW in 5. Also es sind insgesamt 7 Etagen. In 5. Etage geht die HW mit dem VR-Masterstudiengang rein. Also man hat auch den Uni-Anschluss, was sehr spannend ist. Wir können uns auf 3 Flächen austoben und haben eben unten diese öffentliche Fläche, die wir zum Teil für die, oder einmal für die Industrie und zum anderen eben auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen werden. Wir hatten gerade heute eine Schulklasse drin, tatsächlich mit eher so Problemkindern. Also nicht, dass wir das so empfunden haben, sondern die haben eher einen schwierigen Background. Und das kam natürlich super an, die konnten sich da unten austoben, ausprobieren.
Und das ist auch, also Dr. Preusger, unser Kultursenator hier aus Hamburg, ist da auch so ein bisschen Schirmherr des Ganzen. Wir werden da ganz viele Schulklassen reinbringen und das zeigt dann auch schon, wo die Reise hingeht. Also sprich, den Nachwuchs da schon ranführen, eben Nachwuchs, Öffentlichkeit von jung bis alt und die wirklich mit der Thematik zusammenbringen, die das ausprobieren lassen, erleben lassen, Spaß dabei haben und für uns natürlich auch Feedback und Entwicklung direkt mit Feedback am Kunden und Öffentlichkeitsschulung. Und ein Projekt, was unter anderem auch mit der HTC Vive Pro jetzt umgesetzt wurde, ist für in Kooperation mit dem DESI, dem Teilchenbeschleuniger, sind wir da gerade der Entwicklung hier aus Hamburg. Und das richtet sich ganz klar so in den Edutainment-Space geht das, also wirklich unterhaltende Erziehung klingt furchtbar, aber wo man wirklich was lernt bei, was spannend, also wo man fast mit mehr Fragen rausgeht, als reingeht, vom Urknall bis in den Nanokosmos reist und das alles in VR sehr immersiv erlebt und mit einem wissenschaftlich richtigen Hintergrund. Und ich glaube, so muss auch Bildung in Zukunft aussehen. Also weil wenn ich so überlege, dass die letzten 100 Jahre die Bildung sich kaum verändert hat, Schulklassen, ich fand Schule scheiße. Also ich habe also gerade mein, also Abi ist zwar ganz gut geworden, aber am Ende des Tages fand ich die Schulzeit mit am schlimmsten, abgesehen von der coolen Zeit mit Freunden. Aber danach ging für mich so richtig erst das Leben los und ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel Spiel und da sollte man wirklich ganz viel ansetzen. War ja eigentlich ausreichend beantwortet. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Könnt ihr auch Ende des Jahres dann in der Speicherstadt euch selber anschauen. Was ich bei euch dreien auch sehr spannend finde, ist Nikolas zum einen mit dem normalen filmerischen Background und dann in den 360-Grad-Film gegangen. Bei dir weiß ich, dass du ja für die ganze musikalische Geschichte bei Noise VR zuständig bist und wahrscheinlich da auch schon vorher Erfahrungen gesammelt hast, bis du dann ein VR-Projekt angefangen hast. Bei dir weiß ich es nicht, aber ich weiß von dir, dass ihr was ganz Besonderes gemacht habt und das würde mich auch bei euch beiden interessieren. Weil ihr einen Schritt legt, wie quasi Augmented Reality, um jetzt mal eine andere Technologie dabei zu haben, oder VR zu nutzen, um die Musikerfahrung zu erweitern. Und das finde ich extrem spannend, weil wir hatten gerade im Musikbereich schon viele Umbrüche. Und glaubt ihr oder seht ihr den Musikmarkt im Bereich AR bzw. VR da demnächst irgendwo im Umbruch oder werden wir auch noch in 10 Jahren genauso Spotify benutzen oder eine andere Plattform dann oder stehen dann immersive Videos oder interaktive Videos ganz vorne auf der Liste? Ist eine gute Frage, weil es für mich relativ schwer einzuschätzen ist. Er spielt darauf an, dass wir Anfang des Jahres das Musikvideo für die Fanta 4 gemacht haben in Augmented Reality. Die haben ein neues Album herausgebracht und eine der Singles dafür, da gab es erstmal kein klassisches Musikvideo. Sprich, wir haben eine App gebaut, die das komplette Musikvideo auf deinem Tisch platziert und du kannst damit interagieren, während die Musik abläuft. Das war natürlich für die alle was ziemlich Neues. Also die Fantas waren immer sehr progressiv, schon noch in der Vergangenheit und haben sich dann darauf relativ schnell gestürzt tatsächlich. Aber Sony, das Label dahinter, die waren so, hey, lass doch mal einfach ein normales Musikvideo machen. Das war für die einfach zu frisch. So, die waren noch nicht so weit, dass sie sagen würden, da beginnt eine neue Ära. Die haben es trotzdem extrem abgefeiert und das Ding war super erfolgreich und hat ihnen Spaß gemacht. Ich würde jetzt in der Stunde danach bin ich im Kino dem dran und erzähle es ausführlicher, deswegen will ich jetzt gar nicht zu viel Zeit davon wegklauen. Also wer Lust hat, kann vorbeikommen. Es hat sich aber stark angefühlt, für uns zumindest, wie ein One-Off. Sie haben dann Monate später, das war jetzt knapp vor 4-5 Wochen erst, nochmal Remixes von dem Lied rausgebracht und wollten das natürlich nochmal pushen. Und es war aber absolut keine Bereitschaft mehr da, wenn ich irrsinnige Garantien auch zum Beispiel von Apple kommen. Es wurde ja nur exklusiv von dem App Store vertrieben und Apple war natürlich von Anfang an mit an Bord und hat das ganze Ding entsprechend auch ein bisschen mitgepusht. Aber ohne eine Garantie, dass Apple das wieder macht, was Apple natürlich niemals tun würde, war auch Sony nicht bereit, das Ganze nochmal aufleben zu lassen. Die hatten einen riesen Spaß daran, die haben einmal komplett ihre Kampagne damit gefahren über Wochen und das hat extrem gut funktioniert wohl auch. Aber sie haben nicht gesehen, dass das jetzt zum heutigen Zeitpunkt die Zukunft für sie wäre und sind dann auch wieder weiter auf klassische Musikvideos gegangen und das hat wieder weiter super funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für solche Dinge noch ein bisschen braucht. Was ihr ja macht, ist nochmal anders angelegt, weil ihr von einer leicht anderen Seite auch irgendwie rangeht.
Und ich glaube, es ist mehr sinnvoll, wenn du da deine Sichtweise ein bisschen dazu schilderst, weil die könnte tatsächlich ein bisschen anders sein, sogar vielleicht als das, was wir jetzt da erlebt haben. Was super war, aber ich sehe es nicht im nächsten Jahr wieder passieren quasi, ist so ein bisschen mein Takeaway davon. Ich kann vieles davon bestätigen. Also wir merken natürlich auch, wenn wir dann mit den Labels zusammenarbeiten, dass das für die noch ziemlich experimentell gehandhabt wird und dementsprechend sich auch teilweise wie so ein One-Off anfühlt. Man merkt, die haben auf jeden Fall Bock auf solche Geschichten, aber die haben keinen Bock, in solche Geschichten Geld zu investieren, weil die natürlich nur auf den Return of Investment interessiert sind. Und bei den Userzahlen, die Virtual Reality und Augmented Reality wahrscheinlich noch besser heutzutage mit AR-Kit und AR-Core quasi als Plattform dahinter bieten kann, noch keinen, ich würde sagen, Mehrwert für diesen Content sehen. Während wir quasi als Firma, wir sehen das quasi als Plattform, wir haben damals angefangen, vor 4 Jahren daran zu entwickeln, haben damals angefangen, irgendwie mit so 360-Grad-Kameras zu experimentieren und die auf so Konzerte quasi zu stellen, da so Mitschnitte zu machen, haben dann irgendwann festgestellt, okay, das ist eine coole Experience, aber da gibt es Leute wie Spice zum Beispiel, die das um einiges besser können und haben uns dementsprechend auf die interaktive Komponente und die soziale Komponente irgendwie versucht zu spezialisieren, weil wir einfach festgestellt haben, okay, es gibt Musikvideo und auf der einen Ebene und dann gibt es das Live-Konzert auf der anderen Seite dieser Skala, wenn man das so als Skala betrachtet und dazwischen ist einfach noch ganz viel Platz. A, für den Künstler, um sich irgendwie auszudrücken, um zu sagen, wie möchte ich meine Musik visuell darstellen, zu einem anderen aber auch einfach, um Leute zu erreichen, die ich sonst nicht erreichen kann, weil die sich irgendwo auf der Welt verteilt befinden. Und um auf die Labels zurückzukommen, merkt man, okay, die Bereitschaft ist da, damit zu experimentieren und dementsprechend haben wir ganz viele Pilotprojekte in allen möglichen Bereichen, aber da jetzt Finanzierung reinzustecken, merkt man, ist noch eher schwierig. Und da teilweise haben wir sogar Sponsoren, die bereit sind, dann solche Konzerte zu finanzieren. Und dann ist das bei den Labels teilweise sogar noch so, dass gesagt wird, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt dann trotzdem den Topstar aus unserer Library da reinschicke, weil ich nicht weiß, inwieweit das sein Image vielleicht sogar schädigen könnte. Und dementsprechend ist das für uns eine totale Challenge, damit zu arbeiten, aber wir versuchen uns sowieso auch auf den kompletten Markt irgendwie zu fokussieren, zu sagen, es gibt quasi diese Top-Artists, aber vielleicht können wir die ein bisschen anleiten, indem wir das mit Indie-Artists quasi versuchen auszuschöpfen in dem Moment. Noch eine kurze Ergänzung dazu, weil du Finanzierung auch angesprochen hast, was finde ich ein super wichtiger Punkt ist. Früher war es ja so, lass mal 10, 15 Jahre zurückgehen, Musikvideos, da wurde viel Geld investiert, weil die haben funktioniert, MTV-Zeiten, da war das große Ding. In dieser Zeit, von damals bis jetzt, sind die Budgets extrem in den Keller gesunken, was Musikvideos angeht. Sprich, die werden teilweise für 4- oder 5-stellige Summen, kleine Summen produziert. Und jetzt natürlich in VR oder AR zu gehen, ist plötzlich ein Preissprung. Sprich, die Industrie geht immer sparsamer vor und plötzlich kommt was Neues und die Preise pieken, weil so eine Entwicklung natürlich deutlich komplexer ist als 2, 3 Drehtage für ein normales Musikvideo. Weil selbst die großen Artists machen nicht immer die riesen Dinger. Auch da sind große Musikvideos vergleichsweise bezahlbar heutzutage. Und da ist einfach so eine riesen Hürde, die Labels jetzt nochmal überspringen müssten. Und da ist natürlich wahnsinnig viel Vorsicht bei denen. Und das wird, denke ich, einmal eine Zeit brauchen, bis sie sich daran gewöhnen, wenn sie sehen, dass es den Return on Investment gibt. Bei unserem Projekt damals war es auch so, es gab die Entscheidung, wird es VR oder wird es AR? Zuerst wollten natürlich alle VR, weil VR war der heiße Scheiß. So, davon hat man gehört, man glaubt, man weiß, was es ist. Aber niemand hatte diese Headsets zu Hause. Und es war genau in dem Zeitpunkt, wo gerade Apple das AR-Kit gelauncht hat. Und da haben wir dann den Schwung gemacht, das Ganze in AR zu machen, weil klar war, das Label würde niemals genug User auf das Ding bekommen, weil keiner hat so eine Brille. Es gibt keine Venues zu dem Zeitpunkt, wo man es dann anschauen könnte, ähnlich wie ein Kino oder so. Und da war das die einzige Möglichkeit. Und quasi das Verhältnis von Investment zu Anzahl an Nutzern, die es sehen können, ist heutzutage noch so gering, dass es für ein Label, das ganz andere Zahlen gewohnt ist, aktuell sehr, sehr unattraktiv erscheint, denke ich. Ich habe dazu mal eine Frage. Einmal generell zu diesem ganzen VR-Konzerte-Konzept.
ich weiß nicht, wenn ich auf Konzerte gehe, dann ist das irgendwie viel auch so die Emotionen, die darüber kommen. Ich habe das jetzt noch nicht selber erlebt. Generell ist es zwar so, dass meistens man eine relativ hohe Immersion heutzutage schon hat, unabhängig von der Grafik. Ich finde zum Beispiel, dass Grafik die Qualität der Grafik relativ egal ist eigentlich. So zum Beispiel Superhot oder andere Spiele, die halt nicht so auf hohe Texturen oder so gehen, dass das eigentlich oft viel immersiver ist, als wenn man da jetzt irgendwelche hochauflösenden Texturen drin hat. Trotzdem weiß ich nicht, also für mich gehört irgendwie zu einem Konzert irgendwie viel Emotionen und dazu, weil man halt irgendwie so in dieser Menschengruppe irgendwie dabei ist. Das zum einen. Und dann die zweite Richtung, die ich gerade überlegt habe, als ihr euch, was Chris meinte, ob das vielleicht irgendwann demnächst jetzt auch diese anderen Sachen, ob man jetzt Spotify irgendwann ersetzen würde oder so. Wie seht ihr da jetzt die Zukunft von irgendwie den anderen, also unseren anderen sensorischen Fähigkeiten, so, weiß ich nicht, so Immersion hängt natürlich nicht nur vom visuellen Audio und visuellen Audio ab, sondern halt auch ganz viel von irgendwie taktilen Eindrücken, von olfaktorischen Eindrücken, die man dann kriegt. Also das eine einmal so dieses Emotionale und wie seht ihr da die Zukunft irgendwie, dass man irgendwie in Zukunft vielleicht auch irgendwie diese anderen sensorischen Fähigkeiten von Menschen irgendwie anspricht in dem Bereich und dadurch die Immersion halt noch höher macht? Da sprichst du natürlich ganz interessante Faktoren an. Wir haben das für uns natürlich auch festgestellt. Wir im Team sind auch, die meisten von uns sind selbst ausübende Musiker und wissen, wie sich das anfühlt, auf der Bühne zu stehen. Und dass das Wichtigste quasi dieses Live-Feedback ist, das man bekommt, wenn man da gerade auftritt. Und natürlich auch auf der Zuschauerseite, dass es ganz viele weiche Faktoren gibt, die man nicht ersetzen kann. Und dementsprechend haben wir uns das quasi als Credo genommen, das Konzert nicht ersetzen zu wollen. Wir wissen, da sind Faktoren wie der Weg zum Konzert, das, ich hole mir ein Bier, wenn ich dort bin, sogar irgendwie, wir haben das mal wissenschaftlich ausgewertet, sogar der Toilettengang ist irgendwie ein Faktor, der für die Leute wichtig war in dem Sinn, wo wir uns gesagt haben, okay, was können wir aber durch die Vorteile dieser Technologie erreichen? Das ist einmal dieser visuelle und auditive Immersionsgrad, den ich erreichen kann. Einfach dadurch, als Musiker kann ich zum Beispiel nicht einfach mal so eine Rammstein-Bühnenshow auf die Beine stellen, wenn ich nicht das Budget dafür habe. In VR ist sowas viel einfacher, weil ich durch ganz viel Standardisierung und Wiederverwendung von verschiedenen Assets an solche Sachen ziemlich leicht rankommen kann. Und diesen emotionalen Faktor, den versuchen wir eben durch diese soziale Komponente zu erschließen, dass wir sagen, das ist für uns ganz wichtig, dass Leute gemeinsam auf ein Konzert gehen. Dementsprechend ist es bei uns auch so, man kommt quasi in diese Plattform rein, man kann andere Leute treffen, die ähnliche Musikinteressen zum Beispiel haben wie man selbst. Klar, man sieht sich gegenseitig nur als Avatar, aber man kann trotzdem in Echtzeit miteinander interagieren und im besten Fall, wenn das Ganze live ist, sogar mit dem Musiker interagieren. Und dementsprechend erhält man so diese Nähe, die man quasi sonst nur auf einem Live-Konzert, wenn überhaupt, quasi erreichen könnte. In VR kannst du dann stattdessen andere Sachen machen. Du kannst zum Beispiel alle anderen Zuschauer ausblenden und dann nur mit deinen vier besten Freunden das Konzert quasi anschauen. Hast quasi andere Vorteile und auf die versuchen wir uns zu fokussieren. Okay, noch ganz kurz, was ganz gut dazu passt auch und auch auf die Frage, wird sowas Spotify irgendwann ersetzen? Ich denke, die Zeit ist nicht jetzt dafür, weil der Mensch ist grundsätzlich erstmal ziemlich faul. Und einfach auf Play zu drücken und eine fertig zusammengestellte Liste zu bekommen oder sich alles zusammensuchen zu können, einfach nur zu hören und sich während des mit anderen zu beschäftigen, das machen wir alle ganz gern. Das funktioniert gut. Und sowohl in AR wie auch in VR ist die Hürde erstmal da, etwas zu tun. Das machen nicht viele. Das Konzert, da geht man hin, weil man aufs Konzert möchte und da lohnt sich dieser Aufwand. Aber ich denke, der Punkt wird sich irgendwann ein bisschen kippen, weil VR und AR können andere Erlebnisse liefern als ein Konzertbesuch. Und auch andere Erlebnisse liefern als Spotify. Und sobald da die Userbase sich ein bisschen zusammenzieht und eine gewisse Plattform dafür da ist, denke ich, dass es da so ein Mittelfeld geben kann, das weder ein Konzert ist, weil ich fliege ja auch nicht unbedingt zu meiner Band nach Amerika, weil da ein Konzert stattfindet. Das kann ich mir vielleicht auch nicht leisten, mag ich noch so ein großer Superfan sein. Aber ich kann was annähernd in diese Richtung erleben, ohne dorthin zu fliegen, was immer noch mehr ist als Spotify. Ich denke, das wird alles relativ stark weiter koexistieren. Und das ist eine Frage vom Timing. Wann wird was davon passieren?
Ein bisschen Zeit wird dann noch ins Land gehen, aber das ist ja alles eine Technologie, von der ich erwarte, dass man noch ein paar Jahre warten muss, bis es wirklich kracht. Eine Frage noch. Was meint ihr, wann wird das so massenmarktfähig? Also ich meine jetzt die Quest zum Beispiel ist ja... Also die HTC Vive ist schon massenmarktfähig. Ja, nein, ich meine, wann sitzen die Leute hier nicht mehr im Kino, sondern sitzen alle zu Hause, haben eine Brille auf und gucken sich das Ding von zu Hause an? Also dann halt zum einen mit dem Aspekt Kosten, was ja jetzt mit der Quest halt drastisch gesenkt wird. So, das ist halt ein Faktor, finde ich. Zum anderen aber halt auch die Akzeptanz dafür, sich halt, also ich würde behaupten, dass wenn man jetzt heutzutage sagt, so, ich habe mir jetzt, ich war nicht auf der Co-Talks, keine Ahnung, sondern ich habe mir das von zu Hause in VR angeguckt. Dann wirst du erstmal komisch angeguckt. Und manche Leute denken sich so, okay, komischer Typ. Aber ich denke, dass halt zum einen so diese Verbreitungsfrage so, wann wird das halt so verbreitet und so verfügbar sein, auch für den gewissen Geldrahmen, den die Leute dafür bereit sind auszugeben. Und auf der anderen Seite halt, wie wird da die soziale Akzeptanz in zeitnah sein und wie hängt das zusammen? Also vielleicht kannst du dann auch noch mal gleich fortsetzen, aber ich fange erstmal an. Also meiner Meinung nach ist es schon noch ein langer Weg, den wir zurückzulegen haben, denn auch wenn die Oculus Quest nur $499 kostet, was ja auch nicht unbedingt so wenig ist, oder 399, jetzt bin ich gerade ganz durcheinander, 399, ist natürlich trotzdem auch noch ein relativ großes, schweres, klobiges Stück Technik, was der ein oder andere natürlich mal für Entertainment-Zwecke benutzen wird, aufsetzen wird, etc. Aber es ist ja noch nicht so integriert in, oder so integrationsfähig in unseren Alltag, wie es vielleicht später mal sein sollte. Also was ich mir vorstelle, ist irgendwie, dass wir, nachdem wir diese AR- und VR-Unterscheidung hinter uns gelassen haben, dann irgendwann kleine, smarte AR-Brillen haben, die halt beides kombinieren können, weil die Displays opak genug sind und somit ich quasi auch die ganze Umgebung abschotten kann von mir und darin dann aufgehe, weil ich diese Brille dann einfach früh auf meinen normalen Arbeitsmodus habe, dann kriege ich Informationen angezeigt und abends, wenn ich einen Film schaue, mache ich mein virtuelles Kino an und sitze auf einmal wieder hier. Das ist zumindest der Punkt, wo ich denke, dass wir eine richtige Massenverbreitung sehen werden. Aber wie weit das technisch noch hin ist, ist eine ganz andere Frage. Und ich würde gerne noch mal was ergänzen zu den sozialen Aspekten, die wir schon angesprochen haben mit der Musik. Das finde ich nämlich auch sehr beeindruckend, dass man in Virtual Reality, gerade dann, wenn es im Massenmarkt wirklich hundertprozentig angekommen ist, Grenzen eher überwinden können, als neue zu schaffen. Das heißt, auch wenn ich jetzt sagen könnte, okay, man geht dann vielleicht weniger raus, ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube eher, dass wir unseren sozialen Kreis erweitern können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich mag eine Band, die mag aber nur ein anderer und der wohnt in Alaska, dann kann ich jetzt mit dem zusammen das Konzert zu zweit angucken. Vorher war das einfach nicht möglich. Und so finde ich Gleichgesinnte, die mit mir das teilen können auf der ganzen Welt. Und das, denke ich mal, ist eine sehr positive Entwicklung. Magst du ergänzen? Sehr gerne. Der Massenmarkt ist keine Preisfrage. Ich sehe hier mindestens 10 iPhones, die mehr kosten als eine Oculus oder als eine Vive. Die Frage ist, warum soll ich das Ding kaufen? Und wie einfach ist es? Und dafür ist diese Kategorie All-in-One-Geräte, die halt jetzt rauskommt oder angekündigt wurde. Wir haben angekündigt, dass wir es halt für einen gewissen Bereich dieses Jahr machen werden. Oculus hat ein weiteres Produkt, wie gesagt, für eine Quest für nächstes Jahr angekündigt. Das ist nicht wichtig, ob es 3 oder 499 Euro kostet für den Massenmarkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die wichtige Frage ist, warum kauft der Kunde das? Der steht nachher vor dem Regal, sieht einen schwarzen oder weißen Kasten, der 399 oder 899 Euro kostet. Und es ist wichtig, dass er zu Hause das Ding auspackt und eine Erfahrung hat, die halt einzigartig ist, die halt anders ist und er damit Dinge machen kann, die er bisher nicht machen konnte. Und da gibt es halt verschiedene Bereiche, warum ein Kunde eine VR-Erfahrung oder eine VR-Brille kauft. Das ist halt Gaming, Entertainment, Musik, Social Media, Second Life ist ein riesen Stichwort gerade. Education ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Wenn halt Papi und Mami vor sich überlegen, was für ein Gerät soll ich kaufen und mein Kind damit besser in der Schule wird, dann bin ich als Familienvater von 3 Kindern sehr schnell bereit, dafür Geld zu investieren. Und das ist mir völlig egal, ob es 499 oder 699 kostet. Das ist natürlich was anderes, wenn es irgendwie 15.000 kostet. Aber in dieser Preisklasse spielt das keine Rolle. Und jeder, der hier ein Handy hat,
er hat eigentlich ein Gefühl dafür, dass keiner stöhnt mehr, wenn Apple, wie gesagt, 1300 kostet jetzt so eine Rakete. Das ist also keine Preisfrage. Das Zweite ist, wie wichtig ist das Produkt, wie einfach ist das Produkt zu handeln. Deswegen diese All-in-One-Geräte, die ich halt, egal wo ich bin, kann ich sie aufziehen, theoretisch, weil ich halt einen Akku drin habe und ein Wi-Fi-Modul. Und da ist der entscheidende Knackpunkt aus unserer Sicht mit dem nächsten Step 5G. 5G wird, weil derzeit ist die einzige Einschränkung bei Virtual Reality, um das mobil oder unterwegs zu erleben, halt die Bandbreite, neben der Akkukapazität natürlich, aber die Bandbreite ist das Entscheidende und die Latenzzeiten dazu. Und ein Wi-Fi-Netzwerk kann es einfach nicht liefern. 5G ist ungefähr 100 Mal schneller. Das heißt, mit 5G, und das ist nicht mehr weit weg, wir reden von den ersten 5G-Projekten im Konsumerbereich nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, wenn wir die ersten 5G-Handys sehen, da kommt ein Markt auf uns zu. Und dann ist es egal, wo ich halt sitze und dann kann ich halt meine VR-Erfahrung machen. Und dann wird die Akzeptanz auch höher, weil ich einfach mehr Brillen sehe. Und ich gebe dir recht, natürlich müssen irgendwann die Brillen auch noch ein bisschen an Leichtigkeit gewinnen, an Form gewinnen. Da sind sehr viele physikalische Grenzen noch gesetzt und Probleme auch mit Akku, mit Wärme, mit Helligkeit. Aber da sehe ich auch viele Möglichkeiten, was gekommen wird. Und das, was du ansprichst, ist nachher dieses Super-VR. Das heißt, ich kann AR, VR ermischen in einem relativ einfach gut aussehenden Produkt. Da gibt es schöne Prototypen-Ideen, auch bei uns, aber die sind halt noch ein bisschen weiter weg. Aber das, der nächste ganz, ganz wichtige Schritt sind zwei Sachen. Warum soll ich es benutzen? Eine hohe Bandbreite, die ich egal wo ich benutzen kann, und eine weite Kategorie, nämlich diese All-in-One-Geräte, dass ich kein PC mehr benötige oder keine externen Basisstationen aufbauen möchte, um mal schnell irgendetwas in VR zu erledigen. Und dann sind wir sehr schnell an einem wirklichen Massenmarkt. Jetzt bedienen wir schon einen großen Markt, der halt sehr stark von den Gamern getrieben wird, weil dort natürlich die Hardware zur Verfügung steht, die es ermöglicht, halt Virtual Reality einzusetzen. Es wird aber weiterhin auch einen Premium-VR-Bereich geben, den wir nicht unterschätzen dürfen. Im Submillimeter-Tracking-Bereich über ein externes Tracking, das würde in den nächsten 3 bis 5 Jahren realistisch nicht zu ersetzen sein durch ein Kamera-Tracking in den Geräten. Und da werden beide Bereiche weiterhin bedient werden. Und der Hardcore-Gamer und der ambitionierte Gamer, der wird immer noch ein externes Tracking benötigen, soweit wir es halt in den nächsten 3 bis 5 Jahren beurteilen können. Ja, also ich sehe das genauso. So heutzutage geben viel zu viele Leute viel zu viel Geld für Handys aus. oder nicht genug für Virtual Reality. Aber also der Punkt ist ja auch, wenn ich jetzt das iPhone kaufe, okay, iPhone außen vor, so Android-Geräte, wenn ich Android-Geräte kaufe, dann brauche ich keine Peripheriegeräte dazu mehr. So, wenn ich jetzt eine Vive kaufe, eine Vive Pro, dann brauche ich immer noch, also das war tatsächlich eine Überlegung, weil wir halt auch wir wollten halt eine Vive Pro gerne so hier irgendwie zu dem Gewinnspiel irgendwie dabei haben und dann meinte ich, ja, nee, ist ja doof, wenn das jetzt jemand gewinnt, der zu Hause nicht einen krassen Tower-PC stehen, dann kann er das Ding gar nicht benutzen. Das heißt, dann bringt ihm dieser Preis nichts, weil er es im Prinzip nicht richtig benutzen kann. Das ist natürlich dann interessant, wenn man die 5G-Netze hat und diese ganzen Rechnerleistungen und halt auch das ganze, die Tracking-Verarbeitung in die Cloud auslagern kann und dementsprechend dann halt diese Peripheriegeräte, die man dann halt eigentlich normalerweise hat, nicht mehr hat. Trotzdem weiß ich nicht so richtig, also ich stehe dieser Quest-Sache tatsächlich sehr, sehr positiv gegenüber. Ich war sehr, sehr begeistert davon. Ich würde mich freuen, wenn es da, was gab es davon, was von Vive, was jetzt auch demnächst kommt? Jetzt kommt die Enthüllung. Jetzt kommt Flyer. Oh, kein Geheimnis, aber... Also die Quest ist ein tolles Gerät, aber ich habe es selber noch nicht ausprobieren dürfen, weil bisher nur in den USA vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo testen durftest auf der PR-Seite. Die Vive Focus ist ein Gerät, was ebenfalls ein 6-Achsen-Tracking im Gerät hat. Das heißt, ich kann halt diese Brille aufsetzen und mich durch den Raum bewegen. Das in einer relativ einfachen Art und Weise. Ich habe einen Akku integriert, ich habe Wi-Fi integriert, ich kann eine Speicherkarte bis zu 2 Terabyte reinmachen. Das heißt, ich kann eine Menge Content da reinbringen. Und diesen halt erfahren und ich könnte theoretisch halt durch gesamt Hamburg laufen mit dieser Brille und dieser VR-Erfahrung sind keine Grenzen gesetzt. Das,
das aktuelle Thema sind halt das Tracking der Controller, ob das ein 3-Achsen- oder 6-Achsen-Tracking ist. Die Quest hat es jetzt mit 6 Achsen vorgestellt. Noch gibt es sie nicht auf dem Markt, deswegen müssen wir gucken, wann es wieder kommt. Und da freuen wir uns sehr drüber, weil, wie gesagt, dieser Markt riesig sein wird und dieser Markt ist irrsinnig wichtig. Und dieses Gerät ist auch schon für Entwickler zum Beispiel erhältlich und dieses Jahr wird auch sicherlich damit noch mehr passieren. Und dafür brauchen wir Content, weil am Ende des Tages, wie gesagt, ich glaube nicht, es ist wichtig, ob 499, 599 das Ding kostet, sondern der Kunde steht vorm Regal und braucht einen Grund, warum er es kauft. Und diesen Grund müssen wir ihn halt liefern. Weil das ist halt das eine, ins Konzerte zu gehen oder Social Media oder was auch immer. Am Ende entscheidet natürlich der Kunde, warum er es kaufen wird, aber wir sehen halt super viele Möglichkeiten, die es aber jetzt noch an Ansätzen gibt und daran müssen wir alle mehr arbeiten. Ja. Ich finde auch besonders bei autarken Brillen, ob es jetzt die Vive Focus oder die Oculus Quest ist, ist halt das Tolle, dass wir Virtual Reality das erste Mal als so ein geschlossenes Produkt haben. Das heißt, ich kaufe mir meine VR-Konsole quasi, nehme die zu Hause aus dem Karton, setze die auf und kann Virtual Reality erleben. So, das ist halt ziemlich cool, weil ich kann dieses Produkt auch als eigenständiges Produkt vermarkten. Da liegt ja auch, ich glaube, Carmack hat auch selbst das mit der Switch so ein bisschen verglichen, weil es leicht ist reinzugehen, leicht ist rauszugehen und schnell in die Erfahrung zu kommen. Und ich glaube, man sollte dem User auch so wenig Hürden wie möglich in den Weg stellen, weil du hast vorhin schon über die Faulheit gesprochen. Es ist wirklich so, wenn ich vorher weiß, ich muss jetzt noch den Space nochmal neu einrichten oder ich muss jetzt allgemein irgendwie nochmal was umstecken am Rechner, dann habe ich darauf meistens schon keine Lust mehr. Und wenn ich so ein Produkt habe, dann bin ich einfach drin. Und für die Vive Focus ist auch, glaube ich, noch Handtracking in Planung. Zumindest war es das mal. Mal gucken, ob da auch noch was kommt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten und ich würde sagen, wir lassen jetzt noch ein bisschen Zeit für eure Fragen, falls denn da welche sind. Also was vielleicht noch gar nicht so ein bisschen Future-Ausblick, so ein bisschen weiter auch, also wenn man nämlich überlegt, warum uns das wahrscheinlich auch antreibt, also zumindest aus dem Virtual Reality Headquarters kann ich das sagen, ist, dass das wirklich eine fundamentale Veränderung bedeuten wird, was wir hier entwickeln, beziehungsweise vielleicht nicht in 3 Jahren, nicht in 5 Jahren, aber in 20 Jahren, und da fangen wir halt auch schon an, drüber zu überlegen, wird das wirklich Menschsein verändern. Ne? Also wir werden irgendwann virtuelle Welten und reale Welten nicht mehr unterscheiden können. Und es wird letztendlich wird VR, AR oder Super VR, wie auch immer man es nennen will, auch die Schnittstelle sein, wie Menschen mit KI interagieren. Also letztendlich, wie interagieren wir mit digitalen Medien? Das wird ja viel mehr ein Hin und Her werden, als es aktuell mehr Eingabe über Code ist. Es wird in Zukunft auch Code geben, bloß der wird ja anders stattfinden. Also es wird mehr ein neues Interface sein, wie wir mit Computern interagieren und die werden auch viel, diese Interaktion wird für uns viel natürlicher sein. Und ich glaube, das sind so wirklich fundamentale Veränderungen, die da bevorstehen. Und deswegen, wenn so Leute sagen, ah, VR ist tot oder so, das ist halt Quatsch. Ne? Klar, es ist momentan so noch Cockroach-Mode und es ist wirklich Early Stage und so weiter, aber das wird extrem stark einschlagen in allen Bereichen, ob es nun Entertainment, Industrie oder was auch immer ist. Na, und dann eben auch weil ich komme ja so eher aus dem Filmbereich, auch der klassische Film. Klar wird es noch hier 4:3, 16:9, 21 zu was auch immer geben, aber wir werden dahin kommen, dass wir Reality Capture haben, die so krass ist, und da arbeiten wir ja auch schon dran, dass man wirklich die Realität einfängt und sie erfahrbar macht und interaktiv erfahrbar macht. Und eben nicht nur noch, die Leute werden uns in der Zukunft, boah krass, ihr habt früher auf so ein kleines Display geguckt, auf 4:3, so ein Quatsch. Ne? Also man wird wirklich in Erlebnissen drin sein oder man wird sich eben, wie Microsoft das ja auch schon vorstellt, Holoportation und andere ja auch, wir werden uns an andere Orte digital beamen. Das echte Beam, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wir werden uns halt virtuell an Orte beamen und es wird sich wahnsinnig echt anfühlen. Und ich glaube, das ist so, was häufig so ein bisschen verloren geht, warum das eigentlich so ein krasser Space ist, in dem wir uns da bewegen. Gut, jetzt Fragen. Ja, bist du nicht dabei, Chris. Hallo, ich wollte fragen, was ihr glaubt, jetzt so neue Schnittstellen wie WebXR, was das jetzt so für neuen Content bietet, dadurch, dass jetzt Webentwickler auch im Browser Zugriff auf Virtual Reality Headset haben. Danke.
Ich denke, WebXR wird die Hürde weiter nach vorne schieben, weil man braucht keine Apps mehr. Installation von Apps ist immer noch ein Riesenproblem. Was runterladen nervt Leute. Eine Website ist immer noch einfach und das Einfachste. Und das wird, glaube ich, einen guten Push da in die Richtung geben, den Content an mehr Leute zu bringen, weil es so viel einfacher wird dadurch. Man wird die Sache deutlich beschleunigen und hoffentlich einfach mit allem anderen dann verschmelzen, sodass es früher oder später nicht mehr auffällt. Lädst du eine App runter, bist du auf einer Website, du hast den Content vor dir. Wieder auf die Faulheit zurückkommend, die der Mensch ja immer inne hat. Ich denke, das wird sehr positiv sein. Auch ein Kostenfaktor, ne? Also am Ende ist es auch ein Kostenfaktor, wieder so Projekte anstoßen. Wir haben das auch jetzt ja immer, wenn wir mit dem Kunden, okay, iOS, Android, separate Entwicklung oder kann man eben eine WebXR-Lösung, wo man halt gleich beide Plattformen und auch noch Web direkt anbieten kann. Also ist am Ende ja auch immer ganz schnell ein Kostenpunkt und dann eben muss man eben nicht auf mehreren Plattformen entwickeln, sondern auf einer und die läuft auf allen. Ne? Auch wenn es momentan noch ein bisschen limitierter ist als Native. Jetzt laufe ich mal los, ne? Hi, danke. Ich frage mich in der näheren Zukunft, also in die nächsten 5 Jahre ungefähr, wie viel glaubt ihr, kann man von den Aktivitäten, die wir jetzt auf dem Handy machen, in VR und AR übertragen? Langfristig ist ja die Idee, wir werden das Handy ganz los und haben nur so eine schicke Brille, wie du sie schon angedeutet hast. Das ist sicher noch weit weg, aber in 5 Jahren kann man da schon nachdenken jetzt, wie viel von Navigation, von Social, von Shopping, wofür man so das Handy gerade üblicherweise nutzt, wie viel kann man da übertragen, wie viel wird das passieren? Was glaubt ihr? Also ich hätte vor 1-2 Jahren gesagt, dass es nur noch 2-3 Jahre dauert. Mittlerweile würde ich das Gleiche sagen, aber vielleicht jetzt sogar 3-4. Es ist einfach doch eine längere Reise, als man denkt. Also als ich angefangen habe mit VR irgendwie 2012, da dachte ich auch, dass der Durchbruch gleich da ist. Jetzt ist es immer noch ein bisschen im Cockroach-Mode, wie du sagst. Das ist natürlich immer ein bisschen erschreckend. Aber was natürlich sichtbar wird, ist natürlich, dass auch Apple und Co. an ihrer Brille arbeiten und da natürlich auch irgendwann ein Produkt rausbringen werden. Nur ich glaube, dass wir eher in den nächsten 2-3 Jahren eine wirklich gute und gut funktionierende Google Glasses 4.0 sehen werden, als wirklich eine Mixed Reality Brille in dem Sinne, die ihre Umgebung wahrnehmen kann, die auch hinter, also die quasi Objekte hinter reale Objekte stellen kann und so weiter. Ich glaube, das dauert noch wesentlich länger. Man sieht jetzt, die Magic Leap One ist jetzt gerade so bestellbar für Entwickler. Und die ist ja auch deutlich klobiger und deutlich kleineres Field of View, als man einem Konsumenten zumuten würde. Aber ich denke, dass so einfache Sachen wie Navigation, was heißt einfach, aber dass solche Inhalte vielleicht schon innerhalb der nächsten 2-3 Jahre kommen können mit einer vernünftigen Brille, aber das wird keine Brille sein, die ihren Raum selbstständig erkennen kann. Das glaube ich zumindest nicht. Ich habe dazu auch noch was, und zwar, ich bin jetzt nicht, was Virtual Reality angeht, der Experte, aber so rein aus technischer Sicht finde ich, ist das relativ naheliegend, dass, also ich stehe diesem Ganzen, wir haben irgendwann eine Brille auf, die genauso aussieht wie die Brille von Chris jetzt, keine Ahnung, das, und das wird VR sein, weil Moore's Law endet relativ zeitnah, Transistoren werden irgendwann nicht mehr kleiner, es kann sein, ich finde diesen Gedanken mit dem 5G ganz interessant, dass man diese ganzen Sachen halt auslagert. Trotzdem, Datenübertragung kostet ja auch eine gewisse Menge an Akku. Wo willst du den Akku hinpacken? So Akkus werden halt auch immer kleiner und vielleicht eventuell kommen dann halt irgendwann die Graphen-Akkus, die haben aber auch nur eine gewisse Leistungsfähigkeit. Also wie gesagt, ich seh das sehr kritisch, wie klein sowas werden kann. Gibt es auch gute Interviews zu vom Technik Chief CTO von Oculus, wo er auch genau das Gleiche beschreibt, dass er das nicht sieht, dass das irgendwann, also kann ja auch sein, dass er sich irrt. So. Und wir wissen ja auch nicht, wo sich das hinentwickelt. Aber an und für sich, so ausgehend von dem, von meinem Technikverständnis her und ich glaube auch von vielen, was ich so von Experten gehört und gesehen habe, stehe ich dieser Brille, die es dann irgendwann halt in dem Format gibt, oder Kontaktlinsen sogar, sehr kritisch gegenüber, weil ich weiß, wo sollen die Energie herkriegen, wie werden die Daten übertragen, Transistoren, wie gesagt, können nicht kleiner werden als
2 Nanometer. Ja, das wäre so mein Insight ohne VR. Ja. Weitere Fragen? Ja, eine Frage hier vorne. Wie seht ihr alle den Einfluss von Gear VR auf den Konsumermarkt? Ist das Einzige, was die meisten Leute sich im Moment wahrscheinlich leisten können? Und jeder, der es aufsetzt, also zumindest als ich es aufgesetzt habe, dachte ich so, so hätte ich jetzt nicht vorher schon eine andere VR-Experience gehabt, hätte ich gedacht, okay, VR ist auf jeden Fall nichts für mich, probiere ich erst bei den nächsten 10 Jahre nicht mehr, also nicht ganz, ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so da rangehen, so, die setzen so eine Gear VR auf oder generell halt irgendwie was, oder Daydream oder irgendwas, was in die Richtung geht, wo die Experience halt eigentlich nicht geil ist und viel Motion Sickness hervorruft. Wie seht ihr das so in dem Aspekt? Gibt es da einen Abschreckungsfaktor? Was können wir dagegen machen? Das ist ja so ein bisschen die Cardboard-Debatte, die man vor 3 Jahren hatte, wo man meinte, okay, was passiert, wenn die erste Erfahrung, die die Leute haben, quasi so eine Cardboard-Experience oder jetzt in dem Fall so eine Gear-VR-Experience ist, die ja, und diese Motion Sickness, die du beschreibst, entsteht ja durch 2 wesentliche Faktoren. Einmal die Bewegung im virtuellen Raum und zum Zweiten auch dieses, und dass die nur ein 3 Degrees of Freedom Tracking haben und dementsprechend eine Diskrepanz zu deiner tatsächlichen Bewegung quasi da ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir sehen das zum Beispiel ziemlich kritisch. Wir versuchen, dass die erste Experience, die Leute mit der Thematik haben, immer eine High-End-Experience in dem Sinne ist oder dass zumindest diese 2 Faktoren quasi gegeben sind. Aber viele dieser Faktoren sind auch einfach inhaltsbedingt, weil die Leute vor 3-4 Jahren noch nicht wussten, wie man das entwickeln kann, ohne dass Leuten schlecht wird. Auch technisch bedingt, weil einfach das Field of View nicht so gut ist, weil die Hardware nicht dafür ausgelegt war, diesen Content bereitzustellen. Und man hört jetzt im Markt immer wieder, okay, irgendwie 5 Millionen Gears gibt es auf der Welt, Massenverbreitung kommt. Wir sehen das immer kritisch, weil teilweise wurden die Geräte auch einfach nur ausgehändigt mit dem Kauf von einem Smartphone. Und ob die Leute das dann tatsächlich verwendet haben oder nicht, das ist dann eine andere Geschichte. Ja, also ich finde auch, das ist echt teilweise kritisch zu sehen, weil es einfach nicht der aktuellen Möglichkeit entspricht. Und es ist wirklich so, dass viele Inhalte da eher Übelkeit vorherrufen können. Also das ist halt leider so. Aber heute habt ihr alle die Möglichkeit, noch Virtual Reality in der High-Premium-Version auszuprobieren. Da wollte ich noch kurz darauf hinweisen. Denn auf der Aftershow-Party gibt es mit der HTC Vive Pro natürlich Tower Tech zu spielen. Das ist ein 2-versus-2-Multiplayer-Shooter. Da könnt ihr auf jeden Fall viel Spaß haben und keine Gear-VR-Erfahrung erleben. Und ja, ich denke, das wird heute Abend ein toller Zeitvertreib. Wenn keine Fragen mehr sonst sind, sind wir, glaube ich, soweit durch mit dem Panel.